Wir beide, Pfarrer Felix Breitling und ich, Pfarrerin Verena Übler, heißen Sie, lieber Klaus Schulz, ganz herzlich willkommen zur Gedenkveranstaltung der Sophie-Scholl-Kirchengemeinde anlässlich des Jahrestags der Hinrichtung von Hans und Sophie Scholl und Christoph Probst am 22. Februar 1943. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt haben Sie ja 23 Jahre lang in der Gedenkstätte gearbeitet. Und ich habe einen Ausspruch von Ihnen gefunden, es ist ein verunsichernder Ort. Ja. Ich komme immer mit einem Bauchkrummeln hierher und mit der Frage, was macht dieser Ort mit mir? Also für mich ist es bis zum Schluss und bis heute, ich mache ja immer noch ein bisschen was auch, ist es ein verunsichernder Ort. Das heißt, es ist kein normaler Ort. Mhm. Und wenn es das geworden wäre, dann hätte ich da auch, glaube ich, nicht mehr arbeiten sollen. Mhm. Man kann so da arbeiten, aber nicht mehr sollen, weil man eben die Geschichten dieser Menschen im Kopf hat. Und das wirkt sich zum Beispiel bei mir so aus, ich kann solche Filme wie Das Leben ist schön oder Schindlers Liste mir eigentlich nicht mehr angucken. Mhm. Ich kann es natürlich schon, aber eigentlich halte ich es nicht mehr aus, weil ich diese ganzen Geschichten dieser Menschen gelesen habe oder erzählt bekommen habe und eine Ahnung bekommen habe, was es für diese Menschen bedeutet hat. Also das läuft wie so ein zweiter Film ab. Und ich denke, es muss verunsichernd sein. Und das ist ja auch der Punkt, Menschen zu begleiten. Warum muss man sich solche Orte anschauen? Kann ich es nicht im Fernsehen anschauen? Ich denke, wenn man die Chance bekommt, über einen Rundgang Menschen sozusagen ein bisschen zu verunsichern, nachzudenken, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie gehe ich mit Konflikten um, wo engagiere ich mich, was tue ich selber, also was ich mich selbst bestimmen kann, dann ist, finde ich, eine Menge erreicht. Ja? Weil der Ort selber an sich wirkt nicht, der wirkt nicht. Ich muss die Geschichte dazu erzählen. Es ist wenn keine Besucher da sind, das ist ein schöner Sommertag, ist ein wunderschöner Ort, wunderschön. Also ich habe es ja noch erlebt, wo der auch montags geschlossen war, wunderschön, ja. Aber in dem Moment, wo ich die Geschichte kenne, in dem Moment, wo ich die Geschichte von den Menschen kenne, ist es eben nicht mehr dieser wunderschöne Ort, sondern er hat eine Geschichte und an vielen Ecken erzählen die, werden diese Geschichten erzählen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, um einfach nochmal auch Gesichter zu sehen. Zum Beispiel Hans Gasparitsch als junger Mann ins Konzentrationslager verschleppt worden, weil er sich gewerkschaftlich organisiert hat, die Arbeitsbedingungen bestreikt hat und dann 1935 damit dabei erwischt wurde, wie er Flugblätter gegen das Naziregime verteilt hat. Mhm. Und es hat für ihn bedeutet, dass er 10 Jahre im Gefängnis bzw. im Konzentrationslager war. Also von knapp 18 Jahre war er alt, bis 28, und das ist ja ein Lebensabschnitt, der sehr stark prägend ist. Das ist nicht das ganze Leben. Und der, dem ich begegnet bin und der so positiv mit den Menschen umgegangen ist, dass ich immer wieder von ihm erzählt habe, mhm, bei den Rundgängen. Oder auch noch eine zweite Geschichte vielleicht, Juri Piskunow, schaut ganz ernst hier, auch als junger Mann aus der Ukraine, eben verschleppt worden, weil man ihm Sabotage unterstellt hat. Und er ist wie viele andere dann auch später auch wieder nach Deutschland gekommen und hat seine Geschichte erzählt, hat auch Rundgänge gemacht, also hat diesen Ort betreten. Allerdings muss man auch sagen, viele, viele Menschen, die überlebt haben, sind nie mehr nach Deutschland gekommen, mhm, und sind nie mehr in ein ehemaliges Konzentrationslager gekommen. Also die Menschen, so unterschiedlich wie wir sind, gehen unterschiedlich mit dem Erlebten um. Und dazu sind die beiden jetzt ein Beispiel, dass sie eben wieder gekommen sind, dass sie ihre Geschichte erzählt haben. Aber zum Beispiel der Juri Piskunow hat bestimmte Bereiche der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers nie mehr betreten. Mhm. Hat er gesagt, da gehe ich nicht hinein. Mhm. Dem setze ich mich nicht mehr aus. Er war im Bunker dort, mhm, eine Zeit lang, und hat gesagt, da gehe ich nicht mehr hinein. Also das, denke ich, kann man ganz gut verstehen. Also sind einfach zwei kleine Beispiele, und da habe ich gemerkt, was es für mich bedeutet, und ich habe auch gemerkt, wenn ich von den Menschen erzähle bei Rundgängen, dann steigt sofort die Aufmerksamkeit. Man interessiert sich noch mal mehr. Ja, ist schon ein wichtiger Teil von der Erinnerungskultur, dass es bleibt und dass es greifbar ist. Wobei das war jetzt so lange, wir werden es nie begreifen, aber ich sage immer, man kann eine Ahnung bekommen, was es bedeutet. Also
so eine Spur bekommen, was es bedeutet hat, plötzlich keine Rechte mehr zu haben, nicht mehr über sich selbst bestimmt zu sein. Oder eben auch für Angehörige, dass plötzlich Menschen verschwinden, ermordet werden, im Nichts sich auflösen, als ob sie nie gelebt haben. Ja. Davon kann man sehr wohl eine Ahnung bekommen.